Was hast du denn da draufstehen, bitte? Ach so, bitte lächeln. Beginne den Tag mit einem Lächeln. Dann hast du es hinter dir. Es ist aber in der Tat 10 Uhr und von daher fangen wir an mit unserem interaktiven Live-Podcast Gedankenflimmern mit Michael Grunewald und mir. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann vom Zentrum Bildung. Dort Referent für ja, digitale Bildung, Medienpädagogik im Fachbereich Erwachsenenbildung und neben mir mein Kollege Michael. Hallo Michael, guten Morgen erstmal. Hallo Tobias, schönen guten Morgen. Sehr schön. Ja, Michael, wir haben ja heute 4 Themen, über die wir heute nochmal reden wollen. Und zum einen, alles hat ja mit Digitalisierung zu tun, alles hat auch in gewissermaßen mit der Corona-Situation gerade zu tun. Das heißt, im Moment findet aktuell eigentlich die Republika statt. Eigentlich wären wir jetzt beide in Berlin und würden live von der Republika berichten. Ja, eigentlich schon. Also wir hatten ja Hotel und alles gebucht. Aber wie gesagt, Corona bestimmt im Augenblick unser aller Leben irgendwie. Also es bleibt niemand unberührt durch die ganzen Beschränkungen, die es gibt. Ist natürlich auch die Großveranstaltung abgesagt. Richtig. Schade. Richtig. Aber was da schön ist, die Macherinnen und Macher der Republika haben sich ja auch eine Alternative überlegt und es findet oder fand eine digitale Republika statt. Mit der hast du dich gestern beschäftigt und das wird heute unser erstes Thema sein. Genau. Dann wollten wir ja mal einen Blick werfen generell auf Formate für unsere Arbeit in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Begrenzungen. Wir wollen auch mal auf das Thema Homeoffice schauen, was das mit uns macht. Und da hast du auch ganz tolle Informationen, die du gerne mit mir besprechen möchtest. Und dann natürlich die spannende Frage, ja, wann ist es endlich zu Ende und wie geht es danach weiter? So ist es. Genau, Republika, Michael, wie war es denn gestern? Ja, es war interessant, weil einerseits natürlich eine Herausforderung ist, muss ich ja vorstellen, normalerweise treffen sich 10.000 Menschen auf einem Gelände mit ganz vielen Räumen. Man kann mit den Räumen unkompliziert hin und her wechseln, man kann rausgehen, wenn man keine Lust hat und was weiß ich, einen Kaffee trinken oder eine Wurst essen oder sich ins Bällebad legen. All das ist ja digital gemeinschaftlich so erstmal nicht möglich. Von daher war das gestern von der Organisation her eigentlich ganz geschickt gemacht. Es gab so einen eröffnenden Vortrag, der live gestreamt worden ist. Dort konnte man sich auch nicht beteiligen. Also es war kein interaktives Format. Aber nach dem Vortrag gab es dann eben auch die Möglichkeit, sich in Gruppenräume zu begeben. Die waren einfach digital. Die Inhalte wurden gestreamt. Man konnte das auf YouTube nachschauen. Ist auch auf YouTube jetzt verfügbar unter Republika. Und es gab eben unterschiedliche Themenstränge. Ein Thema Format. war, jetzt habe ich gerade mich nochmal gehört und dein Video ruckelt ein bisschen. Erzähl weiter. Ja, die Arbeitsgruppen, die waren so ein bisschen aufgeteilt, einerseits in ja, Corona, Digitalisierung, was verändert sich alles gerade, was tut sich da. Es gab einen Themenstrang, der sich mit der Arbeitswelt beschäftigte, also Arbeitswelt und Digitalisierung, was tut sich da, und einen Arbeitsstrang, der sich so ein bisschen mit was verändert eigentlich die Digitalisierung so in unserem täglichen Miteinander, gerade in Bezug so auf E-Government, also elektronische Verwaltung, was tut sich da? Interessant fand ich, würde es ganz gerne jetzt mal so in die unterschiedlichen Sessions aufteilen und ganz kurz berichten. Ich war einmal in der Session, die eben E-Government, also die Verwaltung, ja, die ja jetzt analog relativ brach liegt. Ja, es gibt jetzt kaum Zugänge zu ganz normalen Verwaltungshandeln. Vieles ist digital oder ist digitaler geworden. Tobias, wir hatten ja ein Gespräch mit dem Digitalstaatssekretär aus dem hessischen Digitalministerium.
der sagte, dass diese ganzen Verwaltungsvorgänge, die es gibt, über 10.000 in Hessen, dass die jetzt langsam digitalisiert werden. Und gestern wurde eben berichtet vom Deutschen Landkreistag, war jemand da aus dem Digital-Büro des Innenministeriums, das ist ja Dorothee Bär, untersteht, der sagt, die jetzt im Augenblick mit Hochdruck daran arbeiten, Dinge zu digitalisieren und da eben, ich sag mal, einen sehr, sehr steilen Lernerfolg haben. Ja, das heißt, im Augenblick wird tatsächlich viel ausprobiert. Es wird nicht lange strategisch hin und her überlegt und dann strategische Überlegungen zurückgegeben an diejenigen, die es nachher ausführen sollen. Also Strategieebene auf der einen Seite, Umsetzungsebene auf der anderen, wo es immer wieder Abstimmungsprobleme gab und das einfach ein langes Verfahren ist. Jetzt sitzen tatsächlich beide zusammen am Tisch, die Strategen gleichzeitig mit denen, die es umsetzen sollen. Und man merkt, es geht viel schneller. Ja, es geht viel schneller, wenn man zusammenarbeitet, eben auch in diesen unterschiedlichen Ebenen. Und eine interessante Frage, die da aufgetaucht ist, die mich auch beschäftigt hat, war die Frage, wie wäre eigentlich heute ohne Digitalisierung, aber mit Corona die Arbeitswelt, unsere Arbeitswelt? Das würde ganz viel brach liegen. Also wir würden vielleicht telefonieren, aber wir könnten keine E-Mail hin und her schicken. Wir würden dann wahrscheinlich an einem Faxgerät hängen und würden Papiere hin und her faxen. Und diese Vorstellung ist ja schon ein bisschen abgedreht. Ja, also Ja, da. es ist ja nicht die Arbeitswelt, sondern also ich sehe das jetzt als Homeschool-Lehrer, ja vor allen Dingen auch im Bildungswesen. Was würden jetzt die ganzen Schülerinnen und Schüler ohne digitale Medien machen? Also wie würde dort, ich sag mal, der Bildungsersatz aussehen? Ja, auch das, also es sind ganz viele Bereiche, wo wir einfach merken, wir sind so durchdigitalisiert, ja, in unserer Arbeitswelt, dass ein Zurückgehen in die Vordigitalisierungszeit theoretisch zwar möglich ist, aber erstens unwahrscheinlich und zweitens wahrscheinlich auch heute gar nicht mehr in Frage käme, weil alles ganz viel, viel länger dauern würde und wir uns auch ein Stück weit, auch das war nochmal Thema, daran gewöhnt haben, bestimmte Vorgänge auch, ich sag mal, zu genießen. Ja, dass man eben jemanden eine E-Mail schreibt und man muss das nicht jetzt auf ein Blatt Papier schreiben, in einen Umschlag stecken oder in ein Faxgerät stecken, irgendwo hinschicken. Ja, dass das einfach auch beibehalten wird. Das Zweite war, fand ich auch ganz spannend, weil es natürlich auch mit staatlichem Handeln zu tun hat, auch mit Corona, war die Frage von, inwieweit jetzt durch die Corona-Krise Menschenrechte und Grundrechte eingeschränkt werden. Das erleben wir ja im Augenblick, ja, dass wir, ich sag mal, mit Maske einkaufen gehen, dass wir mit Maske öffentliche Verkehrsmittel benutzen, dass Kommunikation zum Teil eingeschränkt ist, dass Demonstrationen, so wie wir sie kennen, also Meinungsäußerungen auf der Straße auch nur bedingt möglich sind. Ja, wenn man sich diese 1. Mai-Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes offline angeschaut hat mit 25 Personen auf der zentralen Kundgebung, mehr durften das nicht sein, sind ja tiefgreifende Einschränkungen. Aber hier eben auch zu sagen, wie wird das eigentlich mit der geplanten Corona-App? Ja, also der zentrale Punkt bei Corona ist ja, dass wirklich geschaut werden musste, wer ist infiziert und wer hat mit den infizierten Personen Kontakt. Und da gab es ja in der Debatte, in der, ich sag mal, politischen Debatte, einen ersten Vorschlag von Jens Spahn, der gesagt hat, im Prinzip, wir müssen einfach gucken, wer hat Kontakt mit wem, an welcher Stelle. Es gab ja so abstruse Vorschläge von GPS-Ortung, ja, zu sagen, wir müssen genau gucken, wer ist denn an diesem Ort gewesen, wobei man eben nicht berücksichtigt, dass die mobilen Endgeräte und GPS nicht so genau sind, auch die Ortung über Funkmasten nicht so genau ist, dass man das tatsächlich machen kann. Also auch hier, sag mal, Sachverstand von strategischen Planung und derjenigen, die dies ausführen müssen, noch nicht so ganz zusammengepasst hat. Dann gab es von der
vom wissenschaftlichen Beirat eine Vorstellung, also von der Leopoldina, die ja eben auch gesagt hat, wir müssen sozusagen eine App auf den Leuten eine App schmackhaft machen, die uns dann verrät, genau mit wem haben sie Kontakt. Ja, also die Kontakte auch freigeben und das nachvollziehbar machen. Es gab eine große Diskussion, ich will es auch nicht lange ausführen. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, die dann eben gesagt haben, nein, wir müssen, eigentlich reicht es aus zu sagen, ich kriege eine Information, dass ich mit jemandem, der infiziert ist, Kontakt hatte. Und wenn ich diese Information bekomme, kann ich zu meinem Arzt oder zu meiner Ärztin und kann einen Test machen lassen. Ja, dann kann ich mich testen und falls der positiv ist, dann bleibe ich eben in Quarantäne. Ja, ich muss dazu nicht wissen, wo ich war. Ich muss dazu nicht wissen, welche Personen waren anwesend. Ja, weil wenn diese App da ist, dann bekommt man die Information. Die Gesundheitsämter stehen dem kritisch gegenüber, weil die ja die telefonische Nachverfolgung machen müssen. Das heißt, mit wem hatten sie Kontakt? Nur wenn ich jetzt, ich sag mal, heute mit dem Zug von Bad Kreuznach, wo ich ja wohne, nach Mainz fahre, ich kenne ja die Namen gar nicht. Ich war gestern beim Friseur, musste einen Zettel ausfüllen mit Anschrift, Daten, mit Telefonnummern, mit Uhrzeit, wann ich in den Laden eingetreten bin, dann wurde eingetragen, wann ich wieder raus bin. Alles aus der Sicht der Nachverfolgung, damit sichergestellt ist, wer gerade mit wem Kontakt hatte. Ja, und die Frage ist ja immer sozusagen, was brauchen wir? Und was wir brauchen, ist eine Nachvollziehbarkeit. Wenn jemand infiziert ist, müssen diejenigen, die mit ihm Kontakt hatten, sich auch testen lassen. Als Grundlage. Und dafür brauche ich den Namen der anderen Person nicht oder wo das war. Genau. Können wir vielleicht auch noch mal schauen? Wir wollen es ja so ein bisschen in Viertelstundenabsätze auch aufteilen. Die Republika, wie kann ich mir das vorstellen? Wie haben die jetzt stattgefunden? Also normalerweise kommen ja 10.000 Leute nach Berlin. Es gibt mehrere Räume, es gibt Messegelände, es gibt Workshop-Räume, einen Fahrplan. Wie wurde das denn angeboten? Ja, es wurde angeboten vom Format her so, dass tatsächlich es einen Videostream gab, der in der, also ich habe es über YouTube geschaut. Man konnte dann in den unterschiedlichen YouTube-Räumen, die es dann gab, in den Kanälen sozusagen in die einzelnen Sessions reinschalten. Und es gab nach jeder Session, die ja nicht interaktiv war, das heißt, man konnte sich nicht zu Wort melden. Es gab dann nach jeder Session eine Viertelstunde Frage und Antworten. Das war dann interaktiv gestaltet. Das haben die über die Software Zoom sichergestellt, dass man sich eben hier in einen Raum begeben konnte, so wie wir das jetzt auch haben. Ja, man kann sich melden, wenn man etwas sagen möchte, eine Frage stellen möchte, der Referentin, dem Referenten. Und es gab eben die Möglichkeit über Mentimeter, also über ein Partizipationswerkzeug, auch noch Fragen zu stellen, die der Moderator oder die Moderatorin der Veranstaltung dann gestellt hat. Das waren interaktive Elemente. Ja, also einerseits Stream ohne Interaktion und andererseits eben aber auch in kleineren Gruppen, muss man sagen, die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und auch Antworten zu bekommen. Aber nicht im Sinne von Diskussionen. Also, dass Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen sollten, war nicht vorgesehen. Ja, da sind wir schon bei Formaten. Genau. Ich sehe, bei mir ruckelt die Verbindung ziemlich und ich sehe auch, der Livestream, der hängt sehr oft. Wie ist das denn bei dir? Oder liegt das jetzt hier an meinem Bad Kreuznach Süd-Internet? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich erlebe zumindest mein Bild als ruckelfrei. Ja, Da ich ich meine. mich ja selber nicht höre, weiß ich nicht über den Ton. Das müssten dann die Anne oder Juliane rückmelden. Also der Ton ist okay, das Bild ruckelt, aber solange der Ton in Ordnung ist, ich denke, das ist das, worauf es ankommt. Alles klar, danke schön. Ja, dann, also ich sehe, wie gesagt, nur, dass der Livestream auf Facebook ständig hängt. Ein Ton wird da übertragen. Liegt einfach dann an der Infrastruktur, bitten wir zu entschuldigen, nichts, was wir beeinflussen können. Ja, aber vielleicht
Das spielt uns ja im Prinzip thematisch ja auch noch mit dazu zum Thema Homeoffice im nächsten Punkt. Aber wir wollen ja zuerst mal auch nochmal auf Formate schauen, weil zumindest auch bei uns Zentrum Bildung, wir sind ja Bildungsträger und wir, ja, unser Angebot sind ja eben Fortbildungsangebote für Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, für Multiplikatoren. Und das ist ja natürlich auch in einer gewisser Weise auch ein Geschäftszweig, weil über den wir Einnahmen auch generieren, von denen wir natürlich auch ja abhängig sind, wie viele andere Bildungseinrichtungen und Bildungsträger auch, vor allen Dingen auch Familienbildungsstätten. Und da ist natürlich jetzt ein ganz großer Schlag oder Einschlag durch diese Kontaktbegrenzung eben, dass ganz viel nicht mehr stattfinden kann. Also grundsätzlich bis zum Sommerferien wurde jetzt auch erstmal alles abgesagt. Und wir sind jetzt halt dabei zu schauen, okay, einerseits, wie geht es nach den Sommerferien, also im Herbst, im dritten und vierten Quartal weiter. Aber auch perspektivisch müssen wir uns ja mal eingestehen, so wie vor Corona wird es, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht mehr sein. Also zumindest müssen wir warten, bis es einen Impfstoff gibt. Bei dem Impfstoff ist erstmal unsicher, ob der kommt, wann der kommt, ob er überhaupt hilft. Es gibt schon Berichte von Corona-Geheilten, die sich wieder infiziert haben. Von daher ist gar nicht sicher, ob ein Impfstoff überhaupt hilft. Also von daher können wir das auch so gar nicht abschätzen. Daher planen wir jetzt für nächstes und übernächstes Halbjahr einfach jetzt mit anderen Formaten und müssen überlegen, wie wir unsere Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, die wir haben, anders gestalten können. Wie sieht das Genau. denn bei euch aus, Michael? Ihr habt ja auch Ja, Veranstaltungen. genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja, oder vor diesem Problem stehen ja ganz viele, oder vor dieser Herausforderung. Wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, dass wir solche, ich nenne es jetzt mal Bildungsformate haben? Ja, wir sind ja jetzt im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung, kein Zentrum Bildung, so wie du. Also, das ist nicht unser Kerngeschäft. Bildungsformate bereitzustellen, sondern wir stellen im Prinzip Wissen bereit und haben eben auch die Aufgabe, das in Bildungsformate zu gießen. Im Augenblick tun wir das tatsächlich auch nur über Webinare, über Talks, die wir in der Regel alle über Zoom abwickeln, also alle über die Software abwickeln, die wir jetzt hier auch gebrauchen. Da gibt es Webinare zum Thema anders einkaufen, also die Frage von nachhaltigen Konsum als Einrichtung. Es gibt Veranstaltungen auf einen Kaffee, wo man sich wo eben Referentinnen, Referenten eingeladen werden, die über ein Thema sprechen, wo sich dann Leute, gestern war eine Veranstaltung mit über 100 Leuten, dazuschalten können und können auch ihre Beiträge liefern, ihre Fragen abliefern, auch miteinander ins Gespräch kommen. Aber es ist schon eine Herausforderung, einerseits technisch, das heißt, wir sind auch intern, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das fängt wirklich von der Verwaltungskraft, von der Hauswirtschaft bis hin zu den Referentinnen und Referenten, auch tatsächlich fortbilden müssen in der Nutzung dieser Technologien. Ja, wir haben jetzt dreigestuft gemacht, Anfänger, Fortgeschrittene, und heute nach unserem Gedankenflimmern-Talk haben wir die Expertinnenfortbildung, wo es dann einfach viel auch um methodische Fragen geht. Wie mache ich das mit der Software? Wie beteilige ich Personen? Wie mache ich Präsentationen? Muss ich das anders machen als analog? Ja, vor allen Dingen, es sind ja auch oft Faktoren, wie wir jetzt ja auch sehen, in diese eingeschränkte Übertragung, die wir gar nicht beeinflussen können. Also wir beide haben sehr gute Internetverbindungen und trotzdem irgendein Server, irgendein Knotenpunkt ist jetzt anscheinend sehr ausgelastet, der uns dann wieder einen Strich durch die Rechnung machen kann. Das heißt, es gibt einfach auch unkalkulierbare Risikofaktoren, die gar nicht an einem selber auch liegen. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt aber auch geschaut, klar, Webinare, Online-Veranstaltungen, das boomt derzeit. Und gerade, also ich merke, es hat so ein bisschen gedauert, bis es angelaufen ist, aber im Moment ist ein ganz großer Bedarf an Webinaren, an Kursen zum Thema Formate, Online-Formate, selber Webinare gestalten.
Da bieten wir zwar ja zum Beispiel nächsten Dienstag hier auch wieder eins an, einmal so die Grundlagen, Webinare gestalten über Zoom, eine Wiederholung die Woche drauf und dann am 20. gehen wir ja wirklich nochmal so ins Detail mit Interaktion und Beteiligung in Webinaren auch nochmal gestalten. Kann ich auch gleich mal zeigen, wie man da hinkommt. Und wir haben aber darüber hinaus ja auch schon mal geschaut, wie können wir ja, etablierte Formate, ich sag mal, auch online stattfinden lassen, damit die eben nicht ausfallen müssen. Und da hatten wir ja letzte Woche am 30. April unser erstes Online-Barcamp. Wir hatten ein Barcamp in Kassel geplant zum Thema Bildung digital. Und ja, da stand eben auch vor dem Punkt, dass wir sagen müssen, fällt das aus oder organisieren wir es anders? Und wir haben eben gesagt, mit über 100 angemeldeten Personen, wir lassen es komplett online stattfinden. Und diese Erfahrung habe ich unter erwachsenenbildung-ekhn.blog, wo man in den Webinaren auch die Schulungen, die angekündigten findet, ja, zusammengefasst. Wir haben hier methodisch gearbeitet, da können wir gleich einfach mal durchgehen. Wir haben mit verschiedenen Tools gearbeitet. Ja. Und ich glaube, vielleicht können wir uns einfach mal so 2, 3 Minuten darüber unterhalten, was man denn groß oder wo so die große Herausforderung auch liegt, wenn man ein klassisches Format veronline hat, also onlinefähig macht oder in den Online-Raum überträgt. Was waren denn für dich denn, ich sag mal so, die größten ja, Herausforderungen? Naja, das erste ist natürlich, dass warum macht man ein Barcamp, ja, also als Format, analog oder digital, warum macht man das? Weil man ja Leute miteinander ins Gespräch bringen will. Ja, also es ist keine Referentin, kein Referent da, der vieles Schlaues oder der, die vieles Schlaues zu sagen hat, sondern es ist eine sehr hohe Eigenverantwortung der Teilnehmenden. Und das zu übertragen in das Digitale, ja, analog kann man das einem relativ einfach machen. Digital ist ja schon auch so die Herausforderung. Wie kann man eigentlich Interaktion sicherstellen? Also wie kann man es sicherstellen, dass Leute auch miteinander ins Gespräch kommen? Du hast es gesagt, 100 Anmeldungen. Wir hatten das ja gelöst, indem wir 5 unterschiedliche Räume zur Verfügung gestellt haben für Gruppen, ja, also die sogenannten Session-Räume aus dem normalen Barcamp. Und wir haben ja gemerkt, das hat relativ gut funktioniert, nachdem technische Hürden genommen worden sind. Also eine große Herausforderung finde ich immer, dass diejenigen, die an einem solchen Format teilnehmen wollen, einfach auch ein Stück weit ein technisches Grundverständnis brauchen, um sich in diesen digitalen Veranstaltungsräumen auch sicher bewegen zu können. Ich mache im Augenblick auch nichts anderes, als im Prinzip Leuten zu zeigen, wie was funktioniert. Ich habe hier einen Flüchtlingsverein, der auch sowas plant. Die sagen, wir wollen so eine Veranstaltung machen, aber wie machen wir das? Ja, also zu sagen, wie muss so etwas wirklich designt werden? Ja, das ist die größte Herausforderung, finde ich. Die technische hast du angesprochen. Ja, das machen wir über Technikchecks, dass wir eben im Vorfeld von Veranstaltungen den Leuten die Möglichkeit geben, das mal auszuprobieren. Und das merke ich auch, ist einfach eine große Nachfrage. Dinge ausprobieren zu können und auch Leute zu haben, mit denen man es ausprobiert und wo es kein Problem ist, wenn man mal Fehler macht oder was falsch macht oder was nicht klappt. Klar. Also ich finde halt, es fängt ja im Prinzip bei der Planung einer Veranstaltung auch schon mal an, dass man eben nicht in die Versuchung gerät, die analoge Veranstaltung, die man schon fertig geplant hat, 1:1 in den digitalen Raum zu übersetzen. Das hatte ich jetzt auch schon oft mitbekommen. Ich werde auch oft angefragt, ob ich da noch, auch noch beraten oder unterstützen kann. Und ich bekomme dann Vorlagen von einem 10-stündigen oder 8-stündigen ganztägigen Online-Fachtag mit 2 Stunden Vortrag, halbe Stunde Pause, 2 Stunden Vortrag, halbe Stunde Pause. Und das war ja auch unsere Erfahrung von dem Online-Barcamp, dass einfach Online-Formate auch anstrengend sind und auch fordernd sind. Und dass dann eigentlich, ich sag mal, nach einigen Stunden längere Pausen einzuplanen einfach auch sind. Also wir hätten das ja mit 3,5 Stunden oder 3 Stunden angesetzt, das Barcamp, mit 3 Sessions oder 3 Zeitslots im Prinzip mit jeweils 5 Angeboten. Und da waren
viele, ich sag mal, schon gut ausgereizt, was so die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Ja, und ich merke auch, das ist bei uns heute in der Fortbildung Thema. Also wie kann man tatsächlich eine Online-Präsentation beispielsweise, wenn man etwas referiert oder man jemandem zuhört, wie kann man es so gestalten, dass es nicht so langweilig erscheint? Also jemandem Dreiviertelstunde zuzuhören, ist ja offline schon sehr anstrengend und überfordert mich an vielen Stellen, weil ich nach einer gewissen Zeit einfach von der Aufnahmekapazität nicht mehr ist. Digital mit den Videoformaten ist das nochmal was anders. Die Aufmerksamkeit ist nochmal anders, weil ja ein ganz wichtiger Moment fehlt. In einem analogen Raum, ich höre einen Vortrag oder höre jemanden reden, der etwas Wichtiges zu erzählen hat, und ich kann während der Zeit mir die anderen Teilnehmenden anschauen. Ich sehe die Körperhaltung. Ich kann vielleicht mit jemandem zuzwinkern, mal mit meinem Nachbarn rechts oder links mich kurz austauschen, dass ich was toll finde oder unmöglich. All das fällt ja erstmal weg. Ja, Das vor allen heißt, Dingen auch viel das anstrengender. Adrenalin im Körper, wenn man mal direkt angeschaut hat und Augenkontakt mit dem Referenten hat und das Gefühl hat, man ist ertappt, weil man so ein bisschen geistig abwesend ist. Das gibt ja nochmal so einen Adrenalinschub, da ist man noch ganz anders da. Das ist ja in der Videokonferenz oder im Online-Format weniger der Fall. Ja. Also es sind große Unterschiede, ich sag mal, zwischen Online- und Offline-Veranstaltungen, und das muss man eben auch berücksichtigen. Du hast es richtig gesagt. Eine 1:1-Übersetzung kann man vergessen. Ja, man muss es wirklich grundsätzlich neu planen, und die Frage, was ist eigentlich unser Ziel von so einer Veranstaltung, wirklich auch nochmal zu überlegen. Geht es uns um den Austausch der Leute untereinander? Ja, dann biete ich nur einen kurzen Input, ja, oder geht es um Wissensvermittlung, wo ich dann einfach jemanden habe, der tatsächlich eine halbe oder dreiviertel Stunde redet und wir Zuschauerinnen und Zuschauer dann eben vor dem Computer überlegen können, hören wir gespannt zu oder nicht, ja, oder blenden wir mal unser Bild aus und gehen wir mal einen Kaffee trinken. Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal, vielleicht auch ein spannendes Thema für ein separates Webinar. Also wie gesagt, wir haben ja schon mal so die technische Seite, wir haben so die Grundfunktion für Webinaraufbau, auch was für Formate es gibt, methodisch dran geht, auch dann ein bisschen tiefer geht, Interaktionen schaffen, Beteiligung schaffen, gemeinsam auch über Metaplankartensystem arbeiten beispielsweise. Vielleicht machen wir nochmal was zum Thema Präsentation online. Aber nochmal so zum Schluss unseres zweiten Zeitslots. Du sagtest, ihr macht so die Fortbildung online präsentieren. Was sind denn so deine zwei, drei wichtigsten Hinweise oder Tipps, jetzt mal so auf die Schnelle für diejenigen, also im Bereich Online-Präsentation? Ja, also wir verwenden oder ich verwende gerne Werkzeuge, die, ich sag mal, niedrigschwellig nutzbar sind. Man muss sich nicht anmelden. Also Padlet ist hier eine Möglichkeit. Kann ich hier den Bildschirm gerade freigeben? Nein, ich kann das nicht. Aber du Oh. kannst ja mal Padlet einfach kurz zeigen, wenn du es hast. Ja. Ja, natürlich, natürlich. Auch für Ich so habe. eine Veranstaltung vielleicht das Padlet aus unserem Barcamp, das wir hatten. Genau, also einfach eine beispielsweise jede Vorstellungsrunde oder die Sessionplanung, dass man hier etwas so machen kann wie auf einer Flipchart-Moderationswand, dass man Kärtchen schreiben kann, die man hin und her schieben kann. Das finde ich schon mal ein ganz gutes Werkzeug. Was ich noch ganz gerne benutze, weil es auch niedrigschwellig möglich ist. Und das ist Onco. Also hier die Möglichkeit, über auch ein niedrigschwelliges Online-Tool dann zu sagen, okay, hier habe ich auch die Möglichkeit, mit Kärtchen zu arbeiten, oder ich kann mit Abfragen arbeiten. Das, was wir analog machen mit am Ende einer Veranstaltung, wie hast du es gefunden? Wie war das Thema, das, was hier eben über so eine digitale Zielscheibe auch möglich ist? Also ganz klassische analoge Formate auch zu übernehmen in Digitales. Und da ist wirklich Padlet und Onco für mich schon mal so zwei Angebote, die ich sehr gerne nutze, weil sie niedrigschwellig genutzt werden können. Ja,
Also ich glaube, bei mir, also du bist jetzt sehr auch von der Tool- und Software-Seite rangegangen. Ich würde es eher auch dann vielleicht von der methodischen Seite her ergänzen. Ich würde die Zeiteinheiten schrumpfen und verteilen. Also auch 3 Stunden am Stück ist eine ganze Menge und manchmal macht es thematisch auch Sinn, dann vielleicht über 2 Tage jeweils 1,5 bis 2 Stunden mit nochmal Rückfragemöglichkeit anzubieten. Weil vieles auch im digitalen Bereich, ich sag mal, das braucht auch längere Zeit, um sich zu setzen. Man muss auch mal ausprobieren und ja, da rentiert sich vielleicht einfach die Zeitslots, die Abstände zu verkleinern, auch zu strecken, mit Pausen zu füllen, auch mal mit anderen Inhalten vielleicht auch noch mal zu bereichern. Genau, wir haben ja unsere Fortbildung auch, also wie gesagt, Anfänger, fortgeschrittene Experten dreigeteilt. Wir machen das nicht sozusagen in einem Block, sondern an 3 unterschiedlichen Tagen mit jeweils 1 oder 1,5 Stunden maximal, wobei immer nur ein ganz kleiner Input ist und viel Interaktion, also viel Austausch. Genau, wie gesagt, die Fortbildungen sind hier unter Erwachsenenbildung-ekhn.blog einsehbar und auch alle kostenlos. Wie gesagt, kurze Registrierung per E-Mail und dann kriegt man die Information einfach zugeschickt. Qualitativ hochwertiges Angebot. Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Nein, die genau. Rückmeldung bekomme ich schon. Ich finde es auch ganz wichtig. Ich merke das ja auch, dass es qualitativ sehr unterschiedliche Angebote gibt. Und Angebote, die auf Interaktion setzen, sind immer besser, als diejenigen, wo man einfach nur zuhört und keine Ja. Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Der Carlo Becker schreibt mir gerade über Facebook: Kompliment für euer Engagement, schönes Wochenende und bleibt gesund. Danke, Carlo, Ja, dir danke, Carlo. Du das. auch. Gut, ja, prima. Grundsätzlich, wenn nochmal irgendwelche Rückfragen oder Ergänzungen oder Anmerkungen sind, besteht immer das die Möglichkeit, per Chat oder auch jetzt hier über Zoom sich per Video reinzuschalten, mal mitzureden, Statement abzugeben, per Facebook vielleicht. Also ich beobachte hier auch den Chat im Stream, Rückmeldung zu geben. Das nehmen wir alles sehr gerne auf. Deswegen, das ist ja auch unser Format, was wir ausprobieren, der Michael und ich. Wir wollen ja auch einfach auch mal neue Geschichten ausprobieren. Ein Live-Podcast, eben mit einer Interaktionsmöglichkeit. Man muss gucken, was überhaupt möglich ist, was machbar ist, wie es angenommen wird und ja, die Möglichkeit zu mitmachen besteht. Besteht im Homeoffice. Und Homeoffice ist ja auch das nächste Thema. Ey, das war eine krasse Überleitung. Super. Ja, war doch schon irgendwie gut gepasst. Also wir beide War cool, sitzen ja ne? auch im Homeoffice, wie wir hinter uns sehen. Ja. War cool. Genau. Also, Richtig, genau. Also ich zeig es auch mal. Also ich mache mich ja, ich habe jetzt mal auch mal meinen Hintergrund ausgeblendet, war es ein Greenscreen. Ich habe hier tatsächlich in meinem Ah. Arbeitszimmer, in dem ich gleichzeitig auch noch hier meine Päckchen habe. Dann. Also das Homeoffice schon auch eine, sag mal, eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich arbeite zu Hause, ich arbeite jetzt zu Hause, ich weiß es nicht ganz genau, können 4 Wochen sein. Wir haben ja schon gemerkt, manchmal weiß man auch nicht mehr genau, was für ein Tag ist eigentlich heute, weil viele Strukturen im Homeoffice fehlen, die man so im Arbeitsalltag hatte. Gestern auf der Republika war das auch ein Thema in einer Gruppe. Da hat nämlich die Böckler Stiftung eine Untersuchung vorgestellt zum Homeoffice, die ja in ganz vielen Betrieben eben auch nachfragen konnten. Vor Corona waren 5% der Beschäftigten ungefähr mit Homeoffice vertraut. Jetzt ist es gut ein Viertel, die im Homeoffice sind. Natürlich kein Arzt, keine Pflegekraft, aber im Bereich von Verwaltung, im Bereich von IT, Kommunikationsmanagement, Werbung, diese ganzen Fragen. Da Ja. sind jetzt viele im Homeoffice. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe großes Problem mit diesem Begriff Homeoffice, weil das, was wir im Moment machen, ist kein Homeoffice. Also jeder, da, ich bin einer, der arbeitet ja schon länger, auch vor Corona, mal im Homeoffice.
Und im Moment in dieser Situation, also meine Frau ist, ich habe eine systemrelevante Frau, die arbeiten muss. Ich habe oben zwei Kinder, die heimbeschult werden müssen, die ich betreue. Ich muss gucken, dass Mittagessen gemacht ist. Ich muss bei Schulaufgaben helfen. Ich bin ansprechbar bei Problemen. Dann im vorpubertären und pubertären Alter, wenn die sich mal wieder zoffen und die Fetzen fliegen, bin ich auch ansprechbar. Also das sind alles Sachen, die in einem regulären Homeoffice nicht sind. Weil Kinderbetreuung und Homeoffice passen einfach nicht zusammen. Also entweder betreue ich die Kinder nicht richtig oder ich mache mein Homeoffice nicht richtig. Also von daher erleben wir jetzt gerade ein Kinderbetreuung Light Homeoffice Light Hybrid Mix, der vielleicht Verfälschungspotenzial hat für die Visionen, wie es nach Corona weitergeht. Ja, die Böckler Stiftung hat ja genau das sich auch angeschaut, zu sagen, welche Vereinbarungen gibt es eigentlich zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, was das Thema Homeoffice angeht. Also Homeoffice erstmal wirklich als ein Begriff zu sagen, ich arbeite von zu Hause aus. Ja? Und die haben dann nachgefragt, diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten, worin bestehen eigentlich ihre größten Herausforderungen oder Probleme? Und das ist genau das, was du auch benannt hast. Eines der zentralen Probleme, wie kann ich eigentlich dieses private Leben, das ich ja zu Hause auch habe, und dieses dienstliche Leben in einem Büro zu sein, wie kann ich das eigentlich zusammenbringen? Ja, ich sitze hier vor einem Monitor und unten klingelt der Paketbote, der irgendwas bringen will, oder der Nachbar möchte eine Tasse Zucker haben. Ja, gehe ich da jetzt einfach runter und sage, Moment, es hat gerade geklingelt oder eins von deinen Kindern kommt rein und sagt, Papa, was ist denn eine Primzahl? Ja, das sind ja alles so, ich sag mal, alltägliche Geschichten. Ja. Find ich nicht. Weil ich sag mal, im Alltag sind meine Kinder in der Schule. Ja, und ich habe hier in meinem Arbeitszimmer meinen Bereich, wo ich mich auch auf die Arbeit fokussieren kann, auch konzentrieren kann. Und für meine Familie ist auch klar, wenn ich hier zu Hause arbeite, ist es, als wenn ich im Büro bin. Also natürlich kommen die rein bei wichtigen Sachen, aber es das heißt nicht, ah, du bist jetzt im Homeoffice, dann häng doch bitte nochmal die Wäsche auf, mäh nochmal den Rasen und koche unser Mittagessen. Ja, aber du hast jetzt, ich sag mal auch, und das sind die Bedingungen im Homeoffice doch sehr unterschiedlich. Du hast einen eigenen Raum. Manche meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten in der Küche. Die haben keinen eigenen Büroraum, kein eigenes Medienzentrum im Haus. Ja, die sitzen, ja, Juliane hatte vorhin geschrieben, sie sitzt im Kinderzimmer und Anne meldet sich gerade. Also ich sitze in der Küche und ich finde das genial. Ich habe meinen Schreibtisch immer hier, weil ich alles gleichzeitig handeln kann, wenn ich Homeoffice mache. Und ich glaube auch gar nicht, dass das die Qualität der Arbeit mindert. Ich glaube, dass es im Gegenteil dazu führt, dass man mehr arbeitet, weil man eigentlich quasi immer mal eben zwischendurch nochmal auf die Mails guckt. Und ja, jetzt sind meine drei Töchter aber relativ groß. Also die Pubertiere schlafen gerade noch. Dann ist es einfach. Genau, aber ich weiß gar nicht, ich empfinde es als etwas sehr Positives und finde, dass es das auch einfacher machen kann, gerade im Familienleben. Weil ja, ich logge mich, bin mal für 10 Minuten auch für was anderes da. Das bin ich aber im Büro auch und stehe in der Küche und quatsch mit einem Kollegen oder so. Also ich empfinde das Arbeiten im Homeoffice als sehr intensiv, weil ich eigentlich weniger Gelegenheit habe, mich mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen in der Küche. Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht und ich bin großer Befürworter vom Homeoffice. Also gerade, ich sag mal auch, wenn lange Strecken zu pendeln sind, also ich habe fast zum Beispiel 90 Kilometer einfache Weg zur Arbeit, da bietet sich natürlich ein Homeoffice-Tag einfach auch mal an. Ich finde es einfach gerade nur riskant, wenn man jetzt perspektivisch über Homeoffice nach Corona redet und die gleichen Maßstäbe ansetzt, die wir jetzt im Homeoffice erleben. Weil für viele, die sind jetzt gerade durch dieses Homeschooling und diese Isolation zu Hause, die Kontaktsperre, unheimlich gestresst. Das ist ein Stress, der normalerweise, wenn wir über Homeoffice reden, eben nicht da ist. Und ich glaube einfach, das sagen ja auch schon Befragungen und auch meine Kollegen sagen, dass die freuen sich, wenn Homeoffice vorbei ist, die wieder ins Büro kommen dürfen.
Und ich befürchte gerade, dass dieser Begriff Homeoffice so ein bisschen negatives Image bekommt, eben durch diesen zusätzlichen Stress, den wir durch die Kontaktsperre und Homeschooling haben. Ja, aber das ist ja auch die Frage, und das hat Anne ja auch aufgeworfen, wo liegen sozusagen Vorteile und wo gibt es auch Nachteile? Also wir haben auch in unserem Zentrum mal darüber gesprochen, was uns eigentlich fehlt, und was uns fehlt, das ist das, was auch Anne gesagt hat, einfach mal, ja, ich gehe mal runter zur Kaffeemaschine, hole mir mal einen Kaffee und zufällig treffe ich Katrin und dann plauschen wir mal kurz über das, was sie gerade aktuell beschäftigt, und dann haben wir so einen 5-Minuten-Plausch. Ja, und dann gehen wir wieder auseinander. Das fehlt ja im Augenblick. Und das ist auch das, was die Böckler-Stiftung in ihrer Untersuchung herausgefunden hat. Über 70% sagen, dass ihnen genau das fehlt. Ja, diese Zwischentür- und Angelgespräche, mal dieses Rausgehen aus dem Arbeiten und einfach mal mit jemandem Kontakt zu haben, mal rüber zu gehen und zu sagen, hier, ich habe gerade mal ein Problem, kannst du mir mal helfen? Oder ich habe gerade was gemacht, kannst du mal draufschauen? Ja? Hier musst du dich immer verabreden, irgendwie über Messenger-Dienste oder über Kanäle. Das stimmt natürlich. Also da erlebe ich auch, dass gerade im Moment, ich sag mal, für jede Rückfrage, für jeden Piep irgendwie ein Termin für eine Videokonferenz ausgemacht wird, was sich über den Tag dann auch summiert. Also wenn ich auch mit Kollegen rede, die dann sagen, okay, hatten jetzt irgendwie 6, 7 Videokonferenzen am Tag, das schlaucht dann natürlich auch, egal ob man jetzt im Homeoffice oder im Büro ist. Genau. Und wir haben zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, wir haben ja auch unterschiedliche Anreisewege. Also meiner ist 40 Kilometer einfach oder 42 Kilometer. Wir haben, und das ist so ein Punkt, tatsächlich unterschiedliche Zugänge. Also es gibt bei uns Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich gehe lieber jeden Tag ins Büro. Ja, und dann gibt es, weil einfach diese Trennung dann da ist. Okay, ich bin im Büro, da habe ich meine sozialen Kontakte, aber niemand aus der Familie nervt mich vielleicht. Mir, ja, wenn ich da im Homeoffice bin und sehe, ah, die Blumen müssten mal wieder gegossen werden, ja, die Scheiben müssten mal wieder geputzt werden, ja, das fällt dann weg. Ich bin einfach im Büro und kann da konzentriert arbeiten. Andere sagen, ich finde eigentlich so eine Mischung ganz gut. Ja, also ich habe ja persönlich auch eine Mischung. Ich habe ja durch meine reduzierte Arbeitszeit im Normalfall, also in den Vor-Corona-Zeiten und auch in den Nach-Corona-Zeiten, 2 Präsenztage im Büro und einen Tag mache ich tatsächlich zu Hause arbeiten, also Homeoffice. Das finde ich auch ganz gut. Ich würde auch das nicht alleine nur im Homeoffice arbeiten wollen, sondern tatsächlich eine Mischung. Und es gibt auch Kollegen, die sagen, ich könnte mir das dauerhaft vorstellen, nur noch im Homeoffice zu arbeiten, gar nicht mehr in sozusagen das Zentrum zu kommen. Und ich glaube, das hängt natürlich auch ganz viel mit persönlichen Einstellungen zu tun. Ja, also so wie Anne gesagt hat, ich kann es auch genießen. Ja, auch wenn ich in der Küche sitze. Ich meine, ich sitze jetzt hier in meinem Wohnarbeitszimmer. Ja, ich genieße das. Ich kann zwischendurch einen Kaffee holen und habe überhaupt kein Problem mit Homeoffice, aber bei mir sind auch keine Kinder mehr da. Die sind aus dem Haus. Ja. Die Enkelkinder sind im Augenblick auch nicht da. Von daher bin ich hier recht einsam, ohne einsam zu sein, ohne mich einsam zu fühlen. Wahrscheinlich, weil ich auch. Anne schreibt Tonausfall nur bei mir? Fragezeichen. Also ich kann dich hören. Ich kann dich auch hören. Aber wir sind ja auch beide Bad Kreuznach. Das kann sein. Zwischendurch nicht immer. Also ich Ah. vermute einfach, wie gesagt, also ich sehe, wie gesagt, der Livestream ab und zu läuft da mal, ab und zu hakt da mal. Wir haben auch noch so ein paar kleine Zuschauer, vielleicht nicht kleine Zuschauer, sondern eine kleine Anzahl von Zuschauern. Jürgen schaut zum Beispiel zu, vielleicht könnt ihr uns mal kurz irgendwie eine Rückmeldung geben, ob ich sag mal, der Stream bei euch flüssig läuft, weil ja, es hakelt hier einfach so ein bisschen. Und das sind ja auch, wie gesagt, so diese Sachen im Homeoffice, aber auch im Büro, externe Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Und ich meinte, es kann einfach vorkommen, die Internetverbindung, irgendwelche Knoten sind überlastet, es funktioniert was nicht. Aber Homeoffice bedeutet auch, dass zum Beispiel man selbst ein eigenes Webinar mal früher verlässt, weil der eigene Sohn sein Handy laden will und dafür die Steckdose benutzt, wo die Fritzbox eingesteckt war und dann einfach das Internet weg ist. Rein theoretisch betrachtet. Es,
einem Freund von mir passiert. So. Ja, ich kenne auch jemanden, dem das passiert ist. Bekannter, genau. So. Aber auch das kann passieren, das ist auch Homeoffice und das ist live und hat auch was ja mit den Formaten zu tun. Und ich glaube, wir müssen uns alle, ich sag mal, jetzt wie auch künftig einfach auch eine neue Fehlerkultur auch mal ein bisschen eingestehen, dass einfach Sachen passieren können, dass wir ausprobieren müssen, dass nicht alles von Anfang an perfekt läuft. Und ja, wie gesagt, wir sind ja alle auf relativ am Anfang des Weges, weil es ja auch noch keine Referenzwerte gibt, auf die wir zurückgreifen können, also oder können. Von daher, lasst uns einfach jetzt mal in die Zukunft schauen. Passt jetzt ja auch, ich bin irgendwie der Überleitungsmeister. Also es ist für das, ja. Das ist krass. Ja, es ist ja auch drauf. Und Wahnsinn, ne? Von daher muss man wirklich in die Zukunft mal schauen. Und wir haben ja als letzten Punkt für heute, was bleibt nach Corona und wie wird es weitergehen, Michael? Wie wird es weitergehen? Ja, es weiß natürlich niemand, wie es weitergeht nach Corona. Mit den Einschätzungen teilt sich auch vieles. Du hast gesagt, es gibt Menschen, die sagen, ich bin froh, wenn es vorbei ist und dieses ganze Digitalgedöns, das wir jetzt im Augenblick haben, vorbei ist, dass wir sozusagen wieder in eine Normalität zurückfallen, zurückgehen. Ich persönlich glaube das nicht. Ja, es gibt in der Soziologie den Begriff der Krise und der zeichnet sich dadurch aus, dass nach einem Ereignis, in dem man mit den gewohnten Mitteln, dass man mit den gewohnten Mitteln nicht bewältigen kann und dadurch neue Dinge entstehen, dass man dann auch, wenn das vorbei ist, nicht mehr zurückfällt in das Alte. Es hat sich was verändert, es wird sich was verändern. Die Einschätzung aus dem Digitalbüro im Bundesministerium gehen so, dass sie sagen, man gewöhnt sich jetzt an viele Dinge. Ja, man lernt auch viele Dinge schätzen. Also beispielsweise diese Hin- und Herfahrerei für Besprechungen, die kann man sich sparen, gerade wenn wir jetzt beispielsweise bei uns in der Flächenkirche arbeitet und man 2 Stunden irgendwo hinfährt, um ein einstündiges Gespräch zu führen und 2 Stunden zurück, um sich dann hinterher zu fragen, musste das jetzt sein? Ja, dass man dann sagen kann, okay, da wollen wir in Zukunft verstärkt einfach auch diese Besprechungen dort, wo es möglich ist, online machen und nicht mehr tatsächlich hin und her fahren. Ich persönlich glaube, dass sich Formate, die es online gibt, Fortbildungsformate halten werden. Ich glaube, die werden auch nach wie vor einen Zuspruch haben. Aber ich glaube auch, dass es so eine gewisse Sättigung einsetzt. Also dieses Gefühl, dauernd vor dem Bildschirm zu hängen und dauernd in Besprechungen zu sein und dauernd nur noch solche Formate zu haben, dass man da auch irgendwann mal überdrüssig ist und sagt, ich will auch mal wie was anderes. Das heißt, kurz gesprochen, es wird mehr hybride Formate geben. Ja, so wie man sagen kann, Homeoffice ja, aber auch mal tatsächlich zusammenkommen, ganz stofflich in einem Büro oder bei uns im Zentrum. Digitale Formate ja. Digitale Besprechungen, digitale Veranstaltungen, ja, aber es wird auch wieder hoffentlich auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Veranstaltungen geben, wo man sich trifft, weil es doch nochmal was anderes ist als ein Digitalformat. Ja. Also die Anne meldet sich nochmal zu Wort. Wie denkst du denn, wie geht es weiter? Ich wollte einfach in diesem Zusammenhang nochmal den Vorschlag von eben aufgreifen, auch zur Methodenkompetenz oder zur Präsentation online einfach nochmal was anzubieten. Und gerade auch bei diesem Blended Learning, also dass man so Formate irgendwie so ein bisschen mischt, da würde ich mir tatsächlich auch noch irgendwie Unterstützung, Anleitung wünschen. Ich arbeite in der katholischen Erwachsenenbildung. Für mich ist es auch... Na ey, ich bin bei euch! Das ist doch gelebte Kollegin. Und genau, es sollte ja kein Negativ sein, sondern sollte ja. Nee, das ist hier so. Hinweis auf den Banner, den sieht man nur nicht. Ich arbeite für einen Bildungsträger, den ich hier leider nicht nennen darf. aber für mich ist das auch tatsächlich noch alles sehr neu. Ja,
Also wie gesagt, da einfach die Einladung hier Erwachsenenbildung ekhn.blog. Wir, Michael und ich, bieten auch unterschiedliche Webinare auch zusammen an. Wir haben sehr viele Webinare im Angebot. Nächste Woche, wie gesagt, geht es einfach nur so um Grundlagen, Webinargestaltung auch mit Zoom. Was für Anforderungen hat man einfach, um mit Webinar zu gestalten? Was gibt es für Möglichkeiten, für Formate? Und dann haben wir auch am 20.05. auch nochmal ein kostenloses Angebot. Da geht es dann ein bisschen mehr in die Tiefe, wie man eben Interaktion, Beteiligung auch stärkt, über Metaplankartenarbeit, über gemeinsam an Pinnwänden arbeitet, also was für Tools man auch methodisch einfach auch einsetzen kann. Und dann werden wir vielleicht auch nochmal den Vorschlag oder die Idee mit der Online-Präsentation aufgreifen, ob wir das auch nochmal in Webinarform bringen. Genau, aber wie gesagt, findest du alles hier im Blog, in den Beschreibung und auch, wir haben auch eine Mediathek, da sind auch ganz viele Aufzeichnungen drin. Und wir haben natürlich auch geplant, aber jetzt nicht durchgeführt, einen tatsächlich Blended Learning Kurs, den wir ja auch versuchen, jetzt mal digital umzusetzen. Im Augenblick machen wir das ja über Einzelveranstaltungen, aber auch nochmal zu überlegen, ob man da tatsächlich eine Veranstaltungsreihe auch machen kann, wo man im Augenblick das, sag mal, diese Präsenzveranstaltung tatsächlich am Anfang weglässt, aber vielleicht dann am Ende dann doch Möglichkeiten schafft, auch mal zusammenzukommen. Also diese Idee reift bei mir zumindest im Kopf schon, zu sagen, okay, wenn es dann 15 Personen sind und ein 2 Meter Abstand, auch in einer Offline-Veranstaltung, wir könnten das bei uns im Veranstaltungssaal machen, tatsächlich, ja, dass wir das gewährleisten können mit 2 Meter Abstand. Vielleicht nicht zu Beginn, aber eine Veranstaltungsreihe und dann zu sagen, und am Ende trifft man sich tatsächlich auch noch mal tatsächlich stofflich. Basiert, genau. Ja, was bleibt? Wie geht es weiter? Ich möchte den Gedanken nochmal aufgreifen. Und zwar, ich erlebe oder ich denke, dass man jetzt gesehen hat, dass vieles funktioniert, wo man vorher gesagt hat, das geht nicht. Also alleine, um nochmal aufs Homeoffice zurückzugreifen, diese Infrastruktur, die Möglichkeit per VPN dann mit an die Mails, also auf die Server zuzugreifen. Die Infrastruktur, die ich glaube, bei den wenigsten von Anfang an auch da war, auch eine technische Ausstattung. Und weil viele einfach auch gesagt haben, viele Prozesse kann man einfach nur im Büro machen. Da haben wir jetzt gesehen, nein, es geht auch anders. Was wir gesehen haben, ist auch, dass, ja, was du schon gesagt hast, Michael, dass Sitzungsformate sich auch ändern können. Und ich hatte da im letzten Jahr bereits schon sehr gute Erfahrungen mit einem Projekt gemacht, wo die Mitarbeitenden aus dem kompletten EKHN-Gebiet auch kamen. Und wie gesagt, für jede Sitzung, die in Darmstadt stattgefunden hätte, wären für mehrere 100 € insgesamt, ich glaube 400 €, 500 € Fahrtkosten für alle insgesamt auch angefallen. Also auch vom finanziellen Standpunkt her kann hier eine Entlastung natürlich auch stattfinden. Und da hoffe ich, dass sich das ja, die Grundeinstellung digitaler Tools und Medien, dass das eben nicht mehr so Leuchtturmcharakter bekommt, so was ganz Besonderes und wir machen jetzt mal was mit Medien, sondern dass das endlich mal in die Normalität auch übergeht, dass es einfach auch nochmal normal ist, digital zu kommunizieren, dass es normal ist, auch digital im Team zu arbeiten, remote zu arbeiten, dass sich dort einfach auch ein anderes Selbstverständnis vielleicht jetzt auch in der Gesellschaft auch bildet. Ja, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es so sein wird. Also alleine die Kolleginnen und Kollegen, die, ich sag mir, ich nenne es jetzt mal nicht so technikaffin sind, ja, die sagen, ja, das ist so nicht meine Welt. Ich mache lieber Telefonkonferenzen. Ja, das ist sozusagen das Maximum, dass ich jetzt mit 5, 6, 7 Leuten mich ans Telefon hänge und wir besprechen. Selbst die Kolleginnen und Kollegen, die so unterwegs sind, schätzen auf einmal, nachdem das alles klappt und man von dem anderen eben auch ein Bild sieht, man sieht auch Mimik und Gestik, man kann sich austauschen, ja, schätzen auf einmal dieses Austauschformat, weil es mehr bietet als eine Telefonkonferenz.
auch das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, ja, dass man sagt, man hat einen Text, an dem arbeiten wir gemeinsam, ja, und so wie das leider immer noch der Fall ist, ja, einer arbeitet den Text, der wird dann mit E-Mail rumgeschickt, alle haben dann den E-Mail-Text, alle arbeiten an dem Text, schicken ihn wieder zurück. Unsere Verwaltungskraft hat die Aufgabe, diese unterschiedlichen Textvorschläge zusammenzuarbeiten, ja, dass das auch wirklich mal eines Tages wegfällt und die Möglichkeit besteht. Ja, meine weitere Hoffnung, und da freue ich mich dann auch schon drauf, ist, dass die IT-Welt, die digitale Welt, benutzerfreundlicher und sicherer wird. Jetzt gar nicht von uns Mitarbeitenden oder von Trägern aus gesehen, sondern auch von Anbieterseite. Das haben wir bei Zoom zum Beispiel gemerkt. Der Videodienstanbieter Zoom, der war Februar, März ganz groß in der Kritik wegen Sicherheitslücken. Der ist ja aus den Schlagzeilen kaum noch rausgekommen. Und es hat zum einen auch nochmal eine Datenschutzdebatte, Sicherheitsdebatte stattgefunden, was ich auch gut finde, wenn man sich generell mit dem Thema auseinandersetzt. Aber es hat ein öffentlicher Druck stattgefunden, dass Zoom halt gesagt hat, okay, wir machen das ja nicht mit Absicht, wir haben nicht das Geschäftsmodell, Daten zu verkaufen, sondern wir haben teilweise auch einfach nicht dran gedacht. Also das war, ich will jetzt nicht sagen, ein Nischenprodukt, aber Zoom war nicht Microsoft, ja, die irgendwie in der Fläche irgendwie überall präsent waren. Zoom ist jetzt erst durch die Corona-Krise, ich glaube, fast zum Marktführer geworden mit 200 Millionen täglichen Usern. Und die mussten ja auch erstmal wachsen. Und da hat so ein Druck stattgefunden, dass sie jetzt ja auch gesagt haben, okay, wir stellen jetzt erstmal alles ein, konzentrieren uns komplett das nächste halbe Jahr auf Sicherheit und Datenschutz. Und da hat sich jetzt so viel getan, also jetzt nicht nur von der Menüführung hier mit Warteräumen und Passwörtern, sondern auch eine Verschlüsselung ist jetzt da und die haben Sicherheitsexperten eingebunden und die haben jetzt auch nochmal so einen Kryptografie-Experten jetzt mit an Bord geholt oder so ein Start-up gekauft, was auch mit Kryptografie zu tun hat, um Zoom auch weiterhin, was Verschlüsselung angeht, für alle Szenarien sicher zu machen. Und sowas wünsche ich mir eigentlich für alle, im Prinzip für alle Anbieter, ja, dass da einfach mal so eine, ja, auch Reformation, so eine Welle auch durchgeht, was auch Datenschutz und Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit angeht. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe ja in der Zwischenzeit unterschiedliche Videokonferenzsoftwaren ausgetestet. Gestern MeetMe. Also wir sind ja jetzt bei Zoom hängen geblieben, erstmal, weil es wirklich benutzerfreundlich ist, weil es einfach zu bedienen ist, von der Funktionalität übersichtlich, würde ich jetzt mal sagen, ist von daher benutzen wir das auch intern mit unseren zwei Accounts, die wir zur Verfügung haben und sind eigentlich da jetzt ganz zufrieden. Aber wir merken halt auch, es ist auch ein Schulungsaufwand, der dahinter steht. Also es wirklich auszuprobieren. Ja, aber Und das waren die ich ersten habe drei jetzt fünf Stunden damals auch. in 3 Minuten beginnt jetzt meine Fortbildung für meine Kolleginnen und Kollegen, die ich mit meiner lieben Kollegin Annika Gramoll zusammen veranstalte. Von daher müssen wir jetzt langsam auch zum Ende kommen. Ja, natürlich. Also, du weißt ja, als Großmeister der Übergänge habe ich das natürlich fest im Blick, ne? Aber ich meine, diesen enormen Schulungsaufwand, den hast du ja bei allen Bürotechnologien, Kommunikationstechnologien und eine Art der Gewöhnung. Ich meine, wenn du nur mal zurückschaust, allein diese Gewöhnung an Handys, Mobiltelefonen Ende der 90er, wo man noch auf die Leute so mit Lächeln einfach geguckt hat und was dann einfach 5 Jahre später nicht mehr wegzudenken war. Also da wird sich gesellschaftlich auch ganz viel tun. Von daher, ja, da wird sich ganz viel tun. Wir tun mit und bitten euch und sie natürlich auch mit zu tun, mit auszuprobieren, mitzumachen, Feedback zu geben, aktiv zu werden. Und wir freuen uns immer auf Feedback auch zu unserer Podcast-Reihe. Wie gesagt, für uns ist das ja auch ein Modellprojekt. Wir müssen schauen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Führen wir es dann weiter oder auch nicht? Sind auch immer froh über Rückmeldung und auch Beteiligung. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt natürlich das ZGV jetzt auch nicht für die nächste Schulung warten lassen und verabschieden uns von der heutigen Podcast-Folge. Wünschen noch einen schönen Restfreitag, ein sonniges Wochenende und Sehen bis uns am nächste Woche. 5. Juni. Am 5. Juni, Am genau, 5. zum Juni nächsten wieder. Gedankenverbrannten Podcast wieder hier. Und wer Lust hat,
Nächste Woche findet dann auch die Webinare statt unter Erwachsenenbildung-ekhm.blog. Und in diesem Sinne nochmal, macht's gut, schönes Wochenende und bis Genau. bald. Tschüss. Ciao, tschüss und vielen Dank.